Hier wird die Fachbuchhandlung belletristisch. Können wir das abfotografieren? Nein. Hier ist eine Treppe. Geht da doch mal hoch. Die Flyer sind auch nicht nütz. Ich höre den Kameraden förmlich flüstern. Zu einer alten Tür in einem alten Laden mit alten Dielen gehört sicher ein alter Schlüssel. Ah. Hey. Alter, das ist doch so realistisch, dass hier jetzt... Nein, hier. Aha. Wenn das mal nicht unser Ticket nach draußen ist. Tut mir leid, das ist eigentlich der Schlüssel zum Damenklo im ersten Stock. Der passt hier gar nicht. Wo kämen wir hin? Mann, das wäre doch so gut. Alles abgeschlossen. Aber warum nicht? Der passt hier gar nicht. Ich höre den Kameraden. Was? Hier wird die Fachbuchhandlung belletristisch. Herzschmerz und Krimikost. Können wir das verschieben, das Regal? Hier wird die Fachbuch. Wo kämen wir hin, wenn sogar Ärzte rauchen würden? Aha. Was? Was tust du da, Just? Eine heimliche Raucherinsel. Ausweg oder Sackgasse? Hier lohnt sich keine Räuberleiter. Endlich geht es wieder aufwärts. Hoffentlich auch metaphorisch. Empfang! Hey. Justus, Peter, seid ihr okay? Ja, aber wir sind noch auf dem Dach, dem Teil der Ruine. Hattest du großen Ärger? Mein Timing war perfekt. Ich habe mich verdrückt und von weitem angesehen, wie der Lift abgebaut wurde. Und nun? Hier oben ist alles baufällig. Allerdings sind wir nah bei den Bäumen. Danke, Bob. Und erkundige dich nach Ethan. Der ist schon längst zu Tode verurteilt. Nein. Nein. Es gibt tatsächlich einen Weg zum Baumhaus. Für Eichhörnchen. Worauf wartest du, Justus? Machen wir es wie die Eichhörnchen. Über die Äste zum Baumhaus? Ah, okay. So, geradeaus, links, geradeaus, links. Aus, links, geradeaus, links. Rechts, geradeaus, geradeaus, rechts, geradeaus, rechts. Rechts. Geradeaus, geradeaus, rechts. Nein! Möchtest du das Spiel abbrechen? Nein. Oh oh. Dann jetzt mal schnell rechts. Links. Rechts, links, rechts. Links, links, geradeaus, links. Und jetzt noch einmal nach rechts, geradeaus, geradeaus, rechts. Geradeaus, rechts.
gelöst. Das ja. Baumhaus. Die Frage ist, was sollen wir hier? Nix. Ah, nee, hier, er hat wieder was zum Trompeten, natürlich. Mit seinen super GPS-Daten, ja klar. Da sitzt er jetzt auf dem Dach, oder was? Das Baumhaus hat das Feuer überstanden. Geister behaupten, ein unbegabter Feuerschlucker rächte sich nach seiner Vorstellung für den Spott der weißen Kinder. Wenn ich nicht wüsste, dass Gas im Spiel war und dass auf dem Gelände heimlich geraucht wurde. Ja, ja, ja. Maus frisst Käse, Katze frisst Maus, Hund jagt Katze, Katze klettert in die Höhe, Elefant kommt herunter, am Rüssel gepackt, Rätsel geknackt. Verstehe. Alles beginnt mit der Maus und endet mit dem Elefanten. Aber jetzt mach bloß keine Mücke daraus. Mit meiner Maus hier? Ach nett, mit dem Baumstumpf hier. Hier verbirgt sich ein Hohlraum. Ja, auf damit. Hier verbirgt sich ein Hohlraum. Die Maus sitzt bombenfest. Ein Mauseloch. Sehr tief ist es nicht. Und der arme Bob darf nicht miträtseln, das ist doch unfair. Der Hund rührt sich nicht vom Fleck. Was ist das denn? Käse, natürlich. Was auch sonst? Käse, Käse, Käse. Was haben wir hier? Noch zwei. Vorerst bin ich nicht geneigt, mich wieder zum Affen zu machen. Ach, das warst du vorhin da bei dem, als wir mit der Drohne da rumgeflogen sind. Okay. Zwei, das ist jetzt was Neues. Offenbar dreht sich alles um den Elefanten. Zu blöd, dass wir nicht an ihn herankommen. Können wir nicht mal in den Schubladen gucken? Wäre das nicht auch was? Ach, da ist noch einer. Okay, gut. Jetzt sind wir wieder beim Alten, nämlich beim Problem des letzten Gegenstandes. Und der hier ist, es ist unglaublich, wir haben alle gefunden. Und bekommen einen Käserad. Ja. Ah ja, jetzt bekommt... Ah, natürlich. Ja, klar. Jetzt hier die Maus. Hier zum... Und die Katze tanzt allein. Die Katze lässt sich nicht lösen. Die Krallen der garstigen Mieze sind nicht ohne. Mal Essbesteck, mal Fluchthelfer. Was? Darf ich nicht das nehmen? Die Katze lässt sich nicht lösen.
Das ist doch was Besonderes hier. Was ist das? Ah. Aber warum? Hä? Na, die ging ja ab. Sie ist drauf aufs Dach. Was? Was? Hä? Und wo ist der Elefant? Ist der jetzt drin? Vorerst bin ich nicht geneigt, mich wieder zum Affen zu machen. Der ist jetzt hier, der Elefant, wie auch immer. Sieh mal, Just, was ist das? Eine rote Maske aus Metall. Ein weiterer Hinweis. Oder was sollen wir mit dem Ding anstellen? Ich erkenne auf der Rückseite ein Muster aus elektronischen Elementen. Halten wir die Maske doch einfach Gallagher unter die Nase. Sieht ein bisschen aus, es gab auch mal eine 3-Fragezeichen-Hörspielfolge, die hieß Der Feuerteufel. Und auf dem Cover, da gab's sowas. Das war genauso. Das sah genauso aus. Naja, so ein bisschen jedenfalls. Naja, nicht ganz. Also eigentlich überhaupt nicht. Aber in meiner Fantasie ist das schon so. So, aber diese Maske, die spielt bestimmt in der nächsten Folge eine eminente Rolle mit irgendwelchen Elektrodendioden, mit denen ich wahrscheinlich nichts anfangen kann. Aber ja, das ist dem Spiel doch egal. Wir haben jedenfalls den Elefanten. So, das war's jetzt jedenfalls von meiner Seite erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Wie gesagt, kann sein, dass vielleicht ein Tag Pause jetzt mal kommt. Kann auch nicht sein. Schauen wir einfach mal, nur für den Fall, dass ihr dann da Bescheid wisst. Aber jedenfalls freue ich mich auf die nächste Aufnahme. Macht es bis dahin auf jeden Fall gut. Euer Flo, macht's gut. Tschüss. So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei die 3 Fragezeichen und der Kekselefant. Ja, wir sind hier im magischen Baumhaus und haben gerade hier die hier Elektrodenfratze hier bekommen vom alten Geisterschorsch hier. Und ja, ich habe keine Ahnung, worum es jetzt geht. Hier, bitteschön. Nee. Sollen wir ihn nochmal anrufen, oder? Ey! Ey! Junge, ich komme gerade aus der Aufnahmepause. Was sollen wir machen? Idiot. Da ist er natürlich nicht vorbereitet, dass man jetzt einfach... Hier, egal. Dass man jetzt hier ein paar Tage Aufnahmepause hatte und, also ein paar Tage hier im Baumhaus rumgestanden ist und das schon wieder vergessen hat, was er uns aufgetragen hat. Das hat er natürlich in seinem Masterplan nicht bedacht. Der gute, ich weiß es nicht mehr. Ich nenne ihn einfach weiter Ströbele, das passt schon. So, sollen wir wieder zurück, oder? Vorerst bin ich nicht geneigt, mich wieder zum Affen zu machen. Aber was können wir denn jetzt tun? Liebes Notizbuch. Justus und Peter haben eine Maske entdeckt. Ich frage mich, was Gallagher davon hält. Ach so, natürlich, die können wir dem Hologramm zeigen. Natürlich, klar. Hier, bitteschön. Die Maske des Feuerteufels, der den Brand verursacht. Ja! Verwahre sie gut. So wie die nächste. Mehr, wenn wir uns wiedersehen. Wusste ich's doch. Du hast es gehört, Peter. Wir haben eine Verabredung. Und nach dem Helm einen weiteren wertvollen Gegenstand für den Tresor.
Wusste ich's doch, das ist die Maske des Feuerteufels. Das war gar keine blöde Albernheit von mir. Nee, nee. Das ist wirklich aus der Folge Die drei Fragezeichen und der Feuerteufel. Frage ist nur, wer stoppt denn den Feuerteufel? Also zurück. Bravo, Justus. Auf dem Rückweg hast du sogar den Eichhörnchen noch was vorgemacht. Wie ich sehe, hat Bob an den krönenden Abschluss unserer Kletterpartie gedacht. Oh, danke schön. Ach, da seid ihr ja, Kollegen. Huch, er ist wieder da. Ethan ist auch zurück. Inspektor Cotter hat ihn gerügt, sich aber Gallaghers Erlaubnis für die Aktion erklären lassen. Wir haben eine Maske gefunden. Offenbar die erste von mehreren. Gallaghers Geist will uns noch den nächsten Hinweis geben. Super. Hey, Ethan. Na? Hey. Ach, wir können ihn einfach mal so anquatschen. Ich weiß schon, warum ich im Hintergrund bleibe. Wenn ich mit dem Gesetz in Konflikt gerate, steht schnell mein Job auf dem Spiel. Und trotzdem bin ich wieder hier bei diesen Unruhestiftern. Ja, macht Sinn, Ethan. Hier, Handy. Nee. Was? Die zweite Maske wird erreicht, wenn der feuchte Schleier weicht. Wo gerockt, gerollt, gewaschen, um zu füllen Bauch und Taschen. Gerockt, gerollt? Das klingt nach 50er Jahren und nach Rock'n'Roll. Was meinst du, Ethan? Gallagher hat als Tellerwäscher in einem Café angefangen. Wie hieß es noch gleich? Ach ja, das Wet Pine Café. Gibt es das eigentlich noch? In Rocky Beach? Das finde ich heraus. Dann können wir die Schnitzeljagd gleich morgen fortsetzen. Morgen? Ja, bitte? Jelena? Was gibt es denn so dringend? Jemand hat bei uns eingebrochen und den Helm gestohlen. Du weißt schon, die Nachbildung. Jelena hat nichts gesehen, aber ich habe einen Mann fluchen und über den Kies weglaufen hören. Dann fuhr ein Wagen los. Wenn es der war, der heute Morgen vor unserem Grundstück parkte, dann handelt es sich um einen Chevrolet Camaro Turbo 350. Das habe ich recherchiert. Ein Wagen aus den frühen 70ern. Recht auffällig. Tut mir leid, dass euch unser Fall diese Unannehmlichkeiten beschert hat. Da ist es wohl das Mindeste, wenn du gleich morgen vorbeikommst und erklärst, was Sache ist. Schließlich will mein Vater antworten. Na, da hat sie nicht ganz unrecht, Erster. Das Café können Peter und ich auch allein besuchen. Würde der dreiste Dieb in die Villa zurückkehren, wenn er seinen Irrtum bemerkte? Zähneknirschend willigt Justus ein, Jelena beizustehen. Während der erste Detektiv andern Tags alles dafür tut, um die Charkows zu beruhigen, erkunden Peter und Bob das Wet Pine Café. Bitte ihr zu Peter und Bob, bitte, 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 bitte. Ah, ein Glück. Boah, ich dachte, wir müssen jetzt nochmal mit Justus dahin. Ein Glück. Rocken und rollen. Das Wet Pine Café. Wo soll die nasse Kiefer denn sein? Immerhin ist sie Namensgeber. Hier. Wahrscheinlich steht sie singend unter der Angestellten-Dusche. Bei der Hitze bietet sich das ja an. Der Gärtner gießt die Pflanzen vorsichtig, ohne Wasser zu verschwenden. Vorbildlich, wenn ich an die Dürre der letzten Jahre denke. Sollen wir ihn auf Gallagher ansprechen? Ich schlage vor, wir tauchen erst einmal in die Geisterwelt ein. Die Leute müssen auch denken, die haben sie auch echt nicht mehr alle. Guck mal, ich könnte ja jetzt auch nicht zum Justus wechseln, ne? Nee. Okay, gut. Gut, dann habe ich das Spielprinzip jetzt endlich nach 8 Parts begriffen. Können wir nicht erstmal mit diesem sehr, sehr vernünftigen Gärtner sprechen, der, ja, wie man sieht, überhaupt nicht zu viel Wasser verwendet? Nee, anscheinend nicht. Setzen wir uns mal lieber diesen spaßigen Helm auf. Das Wet Pine Café. Hier habe ich in den 50er Jahren Teller gespült. Schon damals begann die Plage. Als sie zur Invasion wurden, musste das Café schließen. Nun hat Nick den Schlüssel. Wir müssen ins Café, Bob. Wenn der Gärtner Nick heißt, wird er uns helfen. Was wäre eigentlich, wenn wir jetzt zufällig ganz am Anfang hier hingekommen wären, einfach mal so aus Spaß,
und dann den Helm aufgesetzt haben, hätten, dann müsste er doch auch schon gekommen sein. Also hier aufgetaucht sein. Oder ist das so ausgeklügelt, dass erst dann, wenn man die richtige Hinweisreihenfolge eingehalten hat, dass dann erst hier der Auftritt freigeschaltet wird? Dann ist er ja richtiger Informatikprofi, der Kerl hier. Kommst du hinter die Parole, die ich mit Nick ausgemacht habe? Sie vereint Beruf, Angst und Vorliebe. Offenbar erwartet Mr. Prescott eine Losung, die drei persönliche Eigenschaften aufgreift. Was er von Beruf ist, wovor er sich fürchtet und worauf er steht. Wenn wir Hinweise finden, schön und gut. Falls nicht, lautet meine Parole: frisch geraten ist halb gesponnen. Der heißt Prescott, der Typ. Na, da ist er mir doch gleich mal ein bisschen unsympathisch. Ein Busch mit Thermometer. Ob er Fieber hat? Vielleicht ist es ja ein Fieberglasbusch. Das Thermometer befindet sich im Hals einer Gitarre. Der mag Gitarren. Schreibt erst mal auf.